So. Der Applaus war für euch. Übrigens, läuft alles? Könnt ihr mich hören? Also ich kann mich sehen. Ton ist aus. Das kann aus. Lübt alles. Danke dir, Schnippig. Okay. Das ist das. Das ist das. Schlüssel. Autoschlüssel. Ton ist da. Ah, Leute, ey. Ich fand das auf jeden Fall. Tablette ist leer. La Tablette est leer. Ist aber noch genug Saft. Ja, hier ist noch genug Saft drauf. Kann man das Tablet hier mit mal laden? Nur das Getränk ist nicht. Das ist ja selbst zusammengemixt, ne? Da hast du jetzt nicht irgendwie. Hast du jetzt nicht irgendwie eine Pulle? Das ist einfach nur hier abgefüllt. Und das ist so lecker. Das ist die beste Nudelsoße, die es gibt. Und die knallt. Ah! La Grande Dame ist wieder am Start. Zack. 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 Na komm schon. Olli, live. Wie viel Umdrehung hat das? Du, ich hab keine Ahnung. Das mixt er selber zusammen. Wie und was da reinkommt? Habe ich schon mal gefragt, aber kann mich nicht dran erinnern. Es ist halt lecker. Ich meine, es ist das kleine Mädchen im kleinen Fenster versteckt. Was? Warte, was? So, morgen. Morgen werden wir übrigens, wir werden bestellen für Body Kitchen, für ein paar Tage Body Kitchen. Ich mache nur nicht wieder eine Woche, weil wenn was dazwischen kommt. Wir werden für 2 oder 3 Tage machen. Und wir werden morgen oder übermorgen für HelloFresh bestellen. Freue ich mich tierisch drauf. Und das machen wir auch noch. Ganz entspannt. Ich sag, 3 Verträge darf ich sogar verlosen. Freue ich mich auch sehr drauf. Müsste ich nur mit 1 oder 2 Mods mal was abklären. Dass da auch welche da sind, dass sie klippen können. Du hast viel geschafft. Ja, ne? Aber das ist, also ich will gar nicht rumheulen oder so, ne? Ich habe euch gesagt, ich nehme euch mit, wie ich kann. Und ich habe euch, ich hab am Wochenende schon gesagt, Montag kann auch sein, dass ich nur anmache und Musik anmache und dann mein Dings mache. Aber die, die da sind und die es interessiert, alle, die immer sagen, irgendwie von wegen, ach, was kann das denn sein? Oder. Was musst du schon machen? Oder ne, wenn dann dienstags morgens oder mittags ich online gehe, ja und wie war dein freier Tag und so? Das ist mein freier Tag bis jetzt. Ne? Das macht mir gar nichts aus. Ich mache das, ey, ich habe das absolute Privileg. Das, was ich mache, macht mir Spaß. Ne? Auch wenn das jetzt anstrengend und man wieder dafür eine Lösung finden muss und mit dem reden muss und hier und da.
das, was ich tue, macht mir Spaß. Genau, Fabi. Das ist so, ne? Und wenn, dann nimmst du dir spontan mal einen Tag oder ein paar Stunden frei und sagst, Leute, ich komme mal später online oder gar nicht oder irgendwie. Nein, doch. Oh. Fan! Guten Abend, der Fan. Guten Abend. Yeah. Fan, wenn es hart auf hart kommt, sag mir Bescheid, ne? Dann rollt der Robel sofort. Danke, Mann. Bist du immer noch in on the way? Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, deswegen. Der Fan ist, schickt lustige Bilder mir ab und zu. Boah, ne? Wieder zu Hause. Alles klar. Und du musst mir das sagen und mich daran erinnern, sonst vergesse ich es einfach. Ne, zum Beispiel, ich saß halt stundenlang am Rechner und hätte es machen können und ich habe es einfach vergessen. Also nicht sauer sein. Wenn du sagst, so, mach mal bitte jetzt, dann mache ich das sofort, sonst vergesse ich es einfach. Gibt nur Arbeit und an die Arbeit denken. Ja, Fabi, das ist richtig. Aber das ist ja eigentlich... also ich will jetzt für gar niemanden sprechen, ne? Aber ich... Als ich mir 2016 angefangen habe, darüber Gedanken zu machen, ne? Mit Stream und kann das was werden und sind das nicht schon zu viele Leute und kannst du den Leuten irgendwie was Neues, Spannendes bieten? Und dann war das ja das Studium Unperfekthaus, ne? Da war es ein Traum. Also ich meine... Wie soll man das sagen? Guck mal, jetzt musste ich gerade die Kamera wieder umstellen. Jetzt sind erstmal die ganzen Lurker wieder rausgefallen. Über 200 Leute gucken gerade zu, wie ich jetzt wieder zu Hause bin. Und ich weiß nicht, wir waren vorhin bei knapp 400 Zuschauern sogar. Ne? Die Bar ist super, die Kneipe ist super vom Thorsten. Ich kann Dinge machen, auf die ich Bock habe, auf die ihr Bock habt. Und es ist halt toll einfach. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt was machen müsste, was ich... ich hätte jetzt einen Anzug an, keinen Bart und würde gerade vom Außendienst kommen und hätte Versicherungen verkauft. Nee, Mann. Vertrieb ist aber auch eine Arbeit, für die bist du gemacht. Oder du hast es. Ja, das Schlimme ist, ich kann gut reden. Und ich könnte, wenn ich wollte, Dinge tun. Und das will ich gar nicht. Weißt du? Deswegen habe ich aufgehört mit dem Job. Ich war irgendwann einer der Besten in dem Gebiet. Sogar der Beste teilweise. Und dann kam auf einmal der Big Boss an und sagte so, und jetzt verkaufst du den allen Lebensversicherungen. Und das Einzige, was ich nachdem wir aus dem Assessment Center wieder da waren, irgendwie aus Stade, und er gesagt hat, Olli, hast du mit Auszeichnung, geil, wirst von uns finanziert und ne, hier Studium und so und, ne, unterschreiben, gibt's irgendwas von dir? Das Einzige, was ich gesagt habe, war, ich werde nie irgendwann Leuten irgendwas verkaufen, was sie nicht brauchen. Nein, so sind wir hier auch nicht, bla bla bla. Und dann habe ich das durch meine Art hingekriegt, dass das super erfolgreich war. Und dann hat er mich ins Büro geholt und hat dann gesagt, und jetzt verkaufst du denen allen Lebensversicherungen und das und das. Und ich so, nein. Und dann wir sind nicht im Guten auseinandergegangen. Ne? Danke, ratgebender Wolf. Wenn ich wollen würde, könnte ich auch mal, ja, will ich das, ganz genau. Das ist ja der Punkt, Mann. Das ist ja der Punkt. Ne? Das ist ja der Punkt. So, das haben wir hier, das haben wir da. Das ist da, das ist da. Das ist ja genau der Punkt. Wir trinken jetzt aber auf jeden Fall mal so ein Becks hier zusammen. Black Lion, hi. Und wir trinken auf jeden Fall ein, also Thorsten, falls du zuguckst, ich glaube ja nicht, weil du hast ja nichts zu tun. Aber das ist so lecker, Leute. Da trinken wir jetzt auch ein. Getränke, die so lecker sind, dass man sie kauen kann.
Großartig. Naja, und es wird trotzdem Leute geben, die hier zugucken und sich darüber lustig machen und wie kann man nur so doof sein und wieso hat er nicht daran gedacht und so. Das juckt mich alles nicht. Ne? Also, es ist so, wie es ist. Hier ist nichts irgendwie geschönigt oder nicht oder so. Ne? Und nochmal, das ist kein Rumgeheule, wenn ich euch an einem freien Tag mitnehme oder so. Wenn der Fabi euch mal bei seinem einen Tagesablauf von ihm mitnehmen würde, dann würden wahrscheinlich, dann will er auch kein Mitleid, aber dann würden vielleicht auch mal ein paar Leute sehen, so, der Mann hat schon so und so viele Stunden gearbeitet und streamt dann und so halt. Das ist halt alles, vielleicht ist es auch mal ganz gut so irgendwie. Ne? Ich glaube, so geht es einigen vielleicht auch. Und wie gesagt, die Hater werden jetzt noch haten, ne? Immer noch alles super easy irgendwie. Was wollte ich denn machen? Ich wollte Musik. Nein, ich mach keine Musik an. Ich mach keine Musik an. So, jetzt holen wir uns mal ein leckeres Pinchen. Dann um 4.30 Uhr und eine um 21 Uhr. Genau, Fabi. Ich weiß das. Du weißt das. Sowieso. Also ich weiß, dass das bei dir so ist. Ne? Aber ich weiß, dass bei dir auch manchmal Deppen sind. Boah, ich habe so lange keinen mehr getrunken. Wenn man das Getränk kauen kann, zählt das als Smoothie. So, das ist quasi ein Smoothie. Hier, komm, warte mal. Dass er dafür nichts haben will, ist halt auch. Manchmal. Ja, hast auch wieder recht. Das ist jetzt aber auch geil, sieht auch geil aus, oder? Moment. Wenn dann richtig. Moment. Wenn dann richtig. Aschenbecher. Flasche aufmachen, kippen. Das Getränk heißt Mexikaner. Irgendjemand hat gerade gepostet. Ich glaube, ich weiß nicht mehr. Genau, Schnutzpiep, danke. Und der Thorsten mixt das. Und das ist so lecker. Also vielen Dank, dass ihr das mit mir zusammen durchgestanden habt heute. Vielleicht war es für den einen oder anderen interessant. Ist es vielleicht noch? Ich will auf jeden Fall, vielleicht mache ich heute wirklich gleich nichts mehr irgendwie. Morgen machen wir alles das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Wir bestellen die Sachen. Vielleicht machen wir aber HelloFresh am Mittwoch. Vielleicht machen wir morgen auch die Post. Und ansonsten machen wir die Seite fertig. Tomatensaft, Sangria, Wodka, Korn, Salz, Pfeffer, Tabasco, es ist super lecker. Ehrlich, du darfst halt, meiner Meinung nach, darfst du nicht mehr als, ich weiß nicht, also du kannst die, ich könnte die Pulle wahrscheinlich saufen, danach würde ich wahrscheinlich aber auch schlafen. Aber ich glaube, du entwickelst dann ein ganz schönes Sodbrennen. Und das hier war in dieser Beck's Mystery Kiste. Das ist total lecker. So. Und jetzt einmal kurz das Panoptikum-Kneipen-Feeling. Und für die Leute, die gerade dabei waren, der Thorsten ist ein super Typ, ne? Achso, scheiße. Warte mal.
funktioniert. Geil. Captain Quer, bist du fertig oder was? Warum ich das nicht in einem weghaue? Prost. Weil der Geschmack so lecker ist und ich heute noch nichts gegessen habe und Ex oder Opfer. Ey, oh, das ist so lecker. Oh. Muss ich dem Thorsten irgendwie. Oh. Wieso darf man das nicht anrühren? Bist du da schon mal von abgestürzt oder was? Sehr sympathisch gewesen, der Thorsten, Realist, ehrlich und korrekt ist er. Total. Ne? Und das ist halt auch das Schöne, wenn du mit jemandem, mit so jemandem was zusammen machst, dann musst du dir halt auch keine Sorgen machen. Und deswegen, wenn das klappt mit dem Sponsoring, mit dem einen, ne? Das werde ich erst in 10 Tagen wirklich erfahren, ob das wirklich stimmt. Und wir was brauchen oder er was braucht oder wir was organisieren müssen vorher, dann werfe ich das natürlich genauso da in den Topf, wie er gerade gesagt hat. Ey, wenn wir da Geld eingenommen haben und alles ist bezahlt und es bleibt was über und bei dir sieht scheiße aus, dann ne, ist er auch der Erste, der sagt, komm hier, dann hast du auch keine Miesen gemacht. Und er sagt genauso wie ich auch, ich muss kein Geld verdienen. Ne? Aber die Leute, die für ihn arbeiten, müssen Geld verdienen. Ich muss kein Geld verdienen, aber ich würde super gerne den Leuten, die was machen, was geben, dafür, dass sie was machen. Ja? Das ist ja meine Entscheidung, das zu machen. Ich muss das ja nicht machen. Ich könnte sagen, scheiß auf so eine Veranstaltung und ich stream einfach irgendwie, was ich Bock habe. Ne? Aber für mich ist das halt auch total spannend. Vielleicht ist das schwer nachzuvollziehen, aber ich finde das spannend. Ich werde mir in die Hose machen an dem Wochenende. Je näher das kommt, desto mehr werde ich mir in die Hose machen. Ich würde euch jetzt echt gerne einen abgeben. Das sind dann Lusttröpfchen. Ja, vielleicht. Ganz normal, wenn das Lampenfieber steigt. Ja, ja. Ja, ja, klar. Ich darf es immer noch nicht vergessen. Prost, Bo. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast heute im Laufe des Tages nebenher oder so. Ich habe mir die Karten noch nicht angeguckt. Tut mir leid, ich habe es noch nicht geschafft. Aber dann halt auch hier, Leute. Ne? Es sind so viele Leute, die zuschauen. Alles klar, Fabi. Kein macht dir echt. Also das war gerade natürlich, war wirklich Spaß. Ne? Wenn du nicht kannst, kannst du nicht. Und ein Pensi-Bild, dann ist schon sowieso alles gut. Ich würde mich nur wirklich sehr freuen. Ne? Also es gibt wirklich ein paar Leute. Ach, da würde ich ein Fass aufmachen, wenn es irgendwie klappt. Und ich weiß, es ist auch immer noch Pandemie und sowas. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich hoffe einfach, dass das vielleicht auch für viele, auch viele Leute, die Angst haben generell vor großen Veranstaltungen. Ne? Deswegen haben wir die Arten Games gemacht, weil es familiärer ist, weil da keine 500.000 Leute hinkommen werden, weil das eine schöne Sache ist einfach. Ne? Achso, apropos Geburtstag. Ne? Donnerstag ist Channel-Geburtstag. Ne? Eigentlich ja am 15. April, aber ihr habt mit überwältigender Mehrheit entschieden, nein, das muss am 10. März sein, wo du den Kanal erstellt hast, nicht da, wo dein erster Stream war. Und am Freitag kommen Jenny und Björn Pankratz von Piranha Bytes und es kommen noch ein paar andere Leute und am Samstag auch und am Sonntag gibt es eine Lesung und da kommt der Flo, der Autor, und machen wir das ganze Wochenende ein bisschen was. Das wird lustig. Ihr dürft auch, ne, falls ihr Elex 2 schon gekauft habt, ne, und ihr Fragen habt, dann könnt ihr Fragen fragen. Ich glaube, heute ist ein neuer Patch rausgekommen oder so, ne?
Und aber nicht den ganzen Abend. Also es wird kein Piranha Bytes Abend. Wir werden, ihr werdet Fragen fragen dürfen. Die freuen sich auch drauf. Aber ich habe gesagt, ich möchte nach Stunde zwei, nach zwei mit den Gästen, wollen wir dann auch ein bisschen hier Karaoke machen und ein bisschen Spaß haben und so. Ne? Und wir sind diesmal halt da nicht nur irgendwie zwei, drei Leute irgendwie, die singen, weil wir halt auch nur vier, fünf Leute sind, sondern wir sind wahrscheinlich ein paar mehr. Das wird super. Ich frage mal den Jan Hegenberg, ob er auch Bock hat. Das wäre auch geil. Karaoke, da sehe ich mich. Ich war der absolute Karaoke-Hasser, bis ich Björn kennengelernt habe. Jetzt mittlerweile sind wir super Freunde und der Mann kann ja so, nun mal singen wie. Oh, der kann so gut singen, das ist so, so toll. Und ich habe einfach Spaß. Ich kann nicht singen. Ich habe einfach Spaß. Auch sehr gesund, ne? Nichts gegessen. Green Lemon und schön Mexikaner. Fabi. Ein ungefährer Zeitplan wird sich mit Sicherheit ergeben, alles andere ergibt sich sowieso. Was meinst du jetzt für das Geburtstagsfeiern oder für die Arten Games? Programm, es gibt ja ein Programm für den Hauptsaal. Ich werde das so machen. Es wird einen Programmreiter geben, da wird das Programm für Also. den. Ich sage es zu oft, tut es nicht, wenn ihr nicht könnt. Wenn ihr könnt, dann gönnt. Was ist denn das für ein geiler Satz? Es wird ein Programm geben für Freitag, Samstag, Sonntag. Für den Hauptsaal, ne? Und dann wird es Rahmenprogramm geben, ne? Draußen. Und ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Den Kreativraum oder so. Ne? Und das kommt alles noch. Das kommt alles noch. Ehrlich, Leute, das kommt noch. Kommt noch. Kommt noch. Und Martin macht den Hofler. Schick mir ein Foto an die E-Mail-Adresse, auf was du möchtest. Mach von mir aus selber eins. Oder wenn du noch eins hast von 2020 von uns oder so, ist mir egal. Aber ich will, ja, kein Stress, aber ich will keins nehmen, wo du auch keine Rechte hast. Obwohl, das ist so bescheuert, dass man keine Rechte hat an einem Foto, wo man selber drauf ist. Ist so bescheuert. Oder ich nehme das von der Gala. Habe ich, als ich da noch gewohnt habe, war ich unten einen Abend und habe getrunken und Leute kennengelernt und bla. Ganz tolles Mädchen kennengelernt. Und einladen, ne? Ich dann halt, ne? Ausgetan und Radler vielleicht, Radler und ob sie dann so einen mittrinken und sie so, ah nee, sie steht nicht auf sowas irgendwie. Und da dachte ich schon so, blöd, ne? Irgendwie, was kannst du dir dann austun, kurzen und sie, darf ich bestellen? Und ich, okay. Wodka auf Eis. Sie, das Ding zur Seite geschoben. Wir beide trinken jetzt Wodka. Dann habe ich das erste Mal pur Wodka getrunken. Der Thorsten hat einen ganz teuren Wodka. Und wenn du einen ganz teuren Wodka, ganz, also der war gefroren, also arschkalt. Und sie hat sogar gesagt, nein, sie möchte aus der Flasche, sie möchte nicht kalt. Das könnte ich gar nicht. Wenn du einen richtig guten Wodka hast, dann, war ein polnischer, glaube ich. Dann schmeckt das sogar. Das ist ganz, ganz komisch. Ich dachte immer, oh Gott, das ist bestimmt ganz furchtbar, aber es war geil. So, wo habe ich denn überhaupt mein Handy hingetan? Ich mein Handy jetzt wenigstens im Auto vergessen? Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich habe ich das im Auto vergessen. Dann muss ich wohl gleich nochmal runter. Ist aber jetzt auch mal ganz entspannt, weil dann kann mich keiner anrufen. So, tut nichts, was ich nicht auch tun werde.
Aber ich muss ja mein Handy holen. Das hilft ja nichts. Ne? Es hilft ja nichts. Ich mache euch mal kurz hier ein bisschen Mucke an. Lala.
Es ist Sparta! Well! Moin Hoschen! Schön, dass du reinguckst, freue ich mich. Man merkt aber sofort den Unterschied. Ne? Gerade geraucht, 2 Mexikaner getrunken und dann rauf und runter ist auch nochmal was anderes übrigens. Prost. Hast du einen Tag, ne? Seit heute Morgen. Seit heute Morgen. Und das ist Jurin, hi. Hast halt nichts in der Hand, ne? Ha, ist schon cool. Also ich glaube, dass wir und Thorsten und die anderen, die mit am Start sind, dass alles so hinkriegen, dass dass halt nur noch die Gäste fehlen. Und dann muss man halt einfach gucken, wer hat Bock, wer hat Zeit, wer ist überzeugt davon. Freddy, moin. Was wir auch noch machen müssen, ich habe bestimmt noch 15 Leute, die ich anrufen muss und fragen muss, ob sie kommen, die eigentlich halt gesagt haben, auf jeden Fall. Aber, ne, auf Nummer sicher. Ne? Genau wie Sluggerfly und die Indie-Strolche sind so, aber sind halt nicht zusammen. Sluggerfly hat mir zugesagt, das ist in Ordnung, die stehen da jetzt schon mal unter Gäste. Deswegen stehen da die Indie-Strolche noch nicht. Ne? Aller guten Dinge sind 3, ne? Das ist eine neue Stiftsquelle. Ah, lecker. Stell ich das gerade in den Kühlschrank und sehe, ich habe mir Äpfel gekauft und dachte mir so, komm, jeden Tag ein Apfel, heißt es ja. Das sind alle 6 noch eingepackt seit letzter Woche. Heb was für die nächsten Gäste auf. Keine Sorge. Noch 3 Pfeffi-Pullen. Ist ja nicht so, ne? Da genau eine Frage. Da ich Slide-Props mit den finanziell habe, wenn ich eine Spielrunde auf dem Event leiten würde, wäre da eine Minderung möglich? Eine Spielrunde? Juri, pass auf, ich... Weißt du, was das Schöne an dem Event ist? Dass es noch so klein ist, dass wir alle miteinander reden können. Schwierig ist es, das jetzt so zu machen, über den Chat. Wenn du eingibst, Ausrufezeichen Discord, ne, dann geh auf den Discord und schreib mir eine Nachricht, was du dir wie vorstellst und so, und vielleicht kommen wir da irgendwie zusammen. Ich verspreche dir, ich kann dir aber nichts versprechen, ne? Und wenn alles gut, Elsgard und 3-Liter-Flasche. Wenn man, also wenn alles normal läuft, dann machen wir auch eine Samstagkarte. Und dann kannst du vielleicht halt dann am Samstag kommen, ne? Zum Beispiel. Ich habe nur Wodka und Eierlikör. Okay. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich weiß, ist Eierlikör nicht sowas... Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den letzten Eierlikör getrunken habe. Ich kann mich daran erinnern, vor Jahren. Also bestimmt... Also vor 2010. Und dann hat einer selber gemacht... Und das war so eklig und ich war der Einzige, der... Ich habe genippt und gesagt, Alter, das kannst du auch keinem, das kannst du als Spülwasser benutzen. Und alle anderen so, mmm.
Und ey, das ist aber lecker. Ich so, was, habt ihr das gleiche getrunken? Und keiner hat sich getraut zu sagen, dass das scheiße schmeckt. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie Eierlikör schmeckt. Überhaupt nicht mehr. Ist das so wie Vanille irgendwie? Ja, und dann hast du halt so ein, das ist auch lustig, vielleicht mal, um das zu erzählen. An so einem Tag wie heute, es ist ja jetzt nicht in meinem Kopf, dass das eigentlich mein freier Tag wäre. Sondern eigentlich ist es halt ein Tag, wo ihr halt einfach nicht dabei seid und ich kümmere mich um das Ganze und muss halt die Kamera nicht mitnehmen und so, ne? Dann bist du halt ein bisschen schneller anders unterwegs und so. Aber es ist halt auch langweiliger ohne euch, bin ich ehrlich. Jetzt ist es 5 Uhr. Dann kommst du jetzt nach Hause, hast gerade zum Beispiel mit Thorsten die Unterhaltung geführt und dann kannst du dich jetzt um manche Sachen gar nicht mehr kümmern, weil es 5 Uhr ist. Also du kannst bei Behörden nicht mehr anrufen, du kannst bei Banken teilweise nicht mehr anrufen, du kannst bei manchen Sachen einfach nicht mehr anrufen, weil wegen 5 Uhr. Ne? Und dann stehst du da und denkst dir, kannst du dich jetzt auch noch nicht drum kümmern halt. Ne? Sowas gibt es halt auch. Flüssiger Vanillepudding mit Alkohol, ja irgendwie sowas, ne? Discord rausgenommen, dann schreib einfach, schreib mir eine Nachricht. Oder an info@artengames.de, kannst du auch schreiben. Ich habe mal aus Jux Katzenmilchdrops in Schalen angeboten bei der Party. Hat allen geschmeckt. Geil. War so das gestern mit dem Kabel übrigens, nur Spieler, ne? Das war gar nicht gegen dich gemeint, ne? Sondern, hat mich daran erinnert, warum Kabel auf links steht. Aber keinem schlecht geworden, gar nichts davon oder hast du gar nicht nachgefragt? Wie geht's Muttern? Muttern super. Die hat gesagt, ich lasse dich heute in Ruhe, weil du hast so viel zu tun. Eigentlich wollte meine Mama mit mir nebenbei die Post machen. Und ich weiß, ihr wartet teilweise schon echt lange. Aber ich hab einfach keine Zeit gehabt für die Post. Ich habe meinem Kumpel 20 Euro fürs Auslecken eines Asch... Das ist eklig. Ich weiß, dass meine erste Wohnung war eine Souterrain-Wohnung und es gab zwei, ne, seitenverkehrt. Ich unten links, unten rechts, war eigentlich ein Keller, der wurde ausgebaut und da ist dann einer meiner besten Kumpels eingezogen. Unsere erste Wohnung. Und wir waren beide Moped-Fahrer. Ich konnte aber, weil ich keine Kohle hatte und keine Zeit, nicht mitfahren. Und die anderen Jungs waren alle im Moped-Urlaub. Und die nicht mit waren, ich halt auch, da hat dann der Easy angerufen und hat gesagt, Leute, ich bin dann und dann zu Hause. Ne, Olli, kannst du, ich hatte Schlüssel, kannst du mal schon mal, ne? Und Muttern hat das auch mitbekommen, dass der Sohn nach Hause kommt. Ist auch gekommen. Und was keiner wusste, Easy hatte Plätzchen auf dem Tisch stehen. Mal davon abgesehen, dass der 2 Wochen nicht da war, standen halt Plätzchen auf dem Tisch. Und keiner hat die Plätzchen angerührt. Ich wusste nicht, was das für Plätzchen sind, aber ich habe sie auch nicht angerührt. Aber die Mutter hat schön 3 Plätzchen gegessen. Die nicht nur Plätzchen waren. Ist Easy nach Hause gekommen, völlig fertig von der langen Motorrad-Zurückfahrt. Und seine Mutter ist voll steif. Das war lustig. War lustig. Captain Brause. Ich habe mich so sehr in meine Arbeit verdient, dass es meinen Streamtermin verbessert. Bei mir geht alles drunter und drüber. Ich habe meine Homepage endlich halbwegs fertig und veröffentlicht können. Super. Freue ich mich doch. Ja. Prost. Ich habe mal eine kleine Portion Whiskas Dosenfutter probiert. Einfach so? Oder hattest du so einen Kohldampf? Oder Wette? Was habe ich denn mal für Wetten verloren? Ich war eigentlich mal der Spießer, der gesagt hat, naja, hau ab, ich will gar nicht wetten. Ah, fällt mir bestimmt noch was ein. Einfach so. Wenn das meiner Katze schmeckt, dann kann das ja so schlecht nicht sein. Auch nice. Nee. Und wenn? Und wenn Wetten angenommen, dann nur, dass ich zu 1000% wusste, ich habe recht.
So, wenn man mit besoffenem Kopf irgendwo rumsitzt und dann irgendwelche Leute mit gefährlichem Halbwissen einen auf dicke Hose machen. Ich habe gelesen, dass wir haben schon einen Satelliten und der umkreist schon den Mars und so ein Scheiß irgendwie. Du weißt genau, das ist Quatsch. Jetzt weiß ich, ob das stimmt, zum Beispiel. Oder das, was Thorsten und ich vorhin erzählt haben. Ne? Ich bin ja auch, habe ja auch Gastronomie gelernt und habe ganz lange in der Gastro gearbeitet. Und wenn dann die Möchtegern-Angeber-Typen kommen, die ich schmeck dir jedes Bier raus. Ich habe nie verloren. Nie verloren. Nie. Ich habe nie verloren. Nie. Thorsten auch nicht. Nie. Nie. Macht die Wette nie, Leute. Nie. 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 Macht das nicht. Und wenn ihr jetzt noch so sehr denkt, klar schmecke ich das aus. Nein. Tierfutter wird oft besser kontrolliert als Menschenfutter. Ist das so? Ist ja schon mal super, dass Tierfutter überhaupt kontrolliert wird. Aber. Als Kind habe ich die Hunde der Nachbarschaft super erzogen. Wenn sie nicht hörten, habe ich vor ihrer Nase die Leckerchen. Schmeckt nach nix. Naja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man, dass einem davon, dass das Schäden verursacht. Aber ich meine, es könnte ja sein, dass in so Hundedingern irgendwelche Entwurmungsmittel drin sind. Obwohl, dann haben die halt auch keine Würmer, ne? Weiß ich nicht. Die Wette hatte ich schon mal. 4 von 6 habe ich erkannt. Im Leben nicht. Mache ich mit dir 20 Mal genau die Wette? Glaube ich nicht. Aber ich will dich ja nicht als Lügner strafen. Dann bist du ein Biersommelier, ein Bommelier. Finde aber schon manchmal im Leben nicht Curry. Null. Also, es gibt 2 Möglichkeiten. Du hast noch gar keinen Schluck Bier getrunken. Dann glaube ich, ist es möglich für manche. Und da, ich sage jetzt, wir machen das immer mit 10, oder ich habe das immer mit 10 gemacht, Thorsten auch. Dann glaube ich, dass wenn du noch gar keinen Schluck getrunken hast, du eventuell einen und wenn du gut drauf bist, 2 erkennst. Aber alle überhaupt gar nicht. Und nach dem 3., 4. Schluck ist schon scheiße. Und ich habe immer gesagt, wenn du einen Kölsch getrunken hast, ist das fast unmöglich. Und soweit ich mich erinnern kann, bewusst hat einer mal 1 richtig gehabt. Und wenn einer mal überhaupt 2 richtig hatte, dann, weil er gesagt hat, ach, ich weiß auch nicht, dann ist das jetzt das und das und das. Und das war aber geraten, nicht gewusst. Also doch. Oh. Die Österreicher haben Pferdeentwurmer gegen Corona. Nicht nur die Österreicher, Fabi. Viel Inselbrauereibier von Rügen, auch normales Bier und da schmeckst du safe. Ach, Curry. Du bist herzlich willkommen, vorbeizukommen und dann probieren wir das aus. Jetzt wird bestimmt lustig. Bei meiner Station gewandt, auch ein böser Mensch, Ausstrahlung, hat Stücke an einen Baum geworfen, der Polizei angerufen. Ich hoffe, das hat was gebracht. Captain Brause, vielen Dank. Also ich erkenne den Unterschied zwischen Guinness und Kölsch. Nein, ab einem gewissen Punkt nicht. Du hast... Das letzte Mal, als ich das mitbekommen habe, war bei Thorsten. Und Thorsten hat bitteres Becks genommen, Guinness, Kilkenny, alkoholfreies Bier, Stauder, Becks, Bitburger und das, was er sonst noch da hatte. Was du vielleicht erkennst noch, je nachdem, wie viel du schon getrunken hast, ist, dass das eins der dunkleren ist. Aber ob das dann Guinness ist, Kilkenny, Becks oder was gibt, Brinkhoffs. Ne? Nochmal, du siehst es nicht. Ne? Also Thorsten hat es genauso gemacht wie ich auch. Eine Tasse genommen, du legst einen Bierdeckel drauf und machst ein Loch rein und hast einen Strohhalm. Ne? Nix hier von wegen Glas und du siehst, ob es dunkel ist oder hell oder grün oder so. Ne? Täuscht. Wir können das gerne mal ausprobieren, ohne Scheiß. Wir können es gerne ausprobieren, irgendwann mal. Vielleicht auf der Arten Games. Und vielleicht mit einem Pummelfee. Das wäre doch lustig. Wenn nicht Bayern über Bier reden, finde ich das immer cringe. Geil. Ist auch schwer. Ist auch schwer. Bin jetzt ja auf der Biermesse und Co. gewesen durch meine Kellnerarbeit. Ja,
Alles gut, ich war jahrelang Gastronom, ne? Also. Wer ist denn Oli, Captain Brause? Ich bitte dich, Guinness schmeckt wie Bier mit Asche. Ja, aber du. Wie gesagt, wir können es gerne mal ausprobieren. Oh, Curry. Im Leben nicht! Da hat er recht, der Fabi. Da hat er recht. Aber im Leben nicht. Also glaub mir, in meinen ganzen 10 Jahren Gastronomie in meinem Leben, von Gläser einsammeln in der Disco bis selber 2, 3 Läden führen in Köln. Das höchste waren 2 und davon war 1 geraten. Das letzte Mal bei Thorsten an der Theke hat der Typ gesagt, irgendwann, ja okay, aber das ist dann das Alkoholfreie, weil ansonsten weiß ich gar nichts mehr. Und das war richtig. Und das war das Einzige, das war Zufall. Ach, Curry. Das sind die Leute, die sitzen an der Theke, trinken Kölsch und dann fängt genau die Diskussion an und dann kommt genau das. Danke fürs Folgen. Dann kommt genau das. Genau das. Chaos, Dankeschön. Genau so ein Argument kommt dann. Sagst du, alles gut? Und dann trinkt er noch einen Kölsch. Und dann sagst du, pass auf, wir machen das ganz einfach so. Gewinnst du, sagen wir 7 Stück von 10, erkennst du 7 Stück von 10, zahle ich dir deinen Deckel, egal was du heute sollst. Und wenn nicht, gibt's ein Fuffi Trinkgeld. Und wenn dann kommt, klar, machen wir, wusste ich schon direkt so, yes, Fuffi Trinkgeld. Olli, rauchst du eigentlich, also normalerweise nur abends oder wenn ich was trinke, ne? Und jetzt gerade bei Thorsten einfach, ihr habt gerade eine super Ausnahme mitbekommen. Ne, wenn man halt dann da steht und irgendwie brainstormt und sich Sachen unterhält und so, eine super Ausnahme. Und ja, jetzt trinke ich halt Alkohol, dann rauche ich. Aber ansonsten seht ihr das ja immer, ne? Wenn wir 8 Stunden streamen, ich rauche nie eigentlich. Ne? Aber wenn ich rauche und trinke, dann rauche ich. Ne? Aber ich schäme mich dafür auch nicht oder so. Also. Brauchst du Industriekippen? Also wenn eine Schachtel Gaulois Industriekippen sind, dann ja. Aber ich kann auch drehen. Ne? Aber wenn ich mir so eine Stange Kippen kaufe, dann hält die halt auch ewig. Rolling, vielen Dank für deinen Prime-Sub, Mann. Im 2. Monat. Danke für zum Dabeibleiben. Ich weiß das zu schätzen. Vielen Dank. Ne? So schöne Sache für alle Leute. Wir haben alle im Moment wenig. Wir haben alle im Moment wenig. Wenn ihr einen Prime-Sub überhaupt, dann Dankeschön. Dankeschön. André! Ich habe eine Mixkiste Becks hier. Ich habe Astra hier. Ich habe Gluck hier. Ich habe Brinkhoffs hier. Ich habe Weizen hier. Und ich habe vom Thorsten eine Flasche Mexikaner. Also falls du vielleicht auf einen Feierabend hier vorbeikommen möchtest... Bist du herzlich willkommen. Mag dich immer noch. Welche Spiele hast du eigentlich für die PS5? Miles Morales, dann dieses eine, wo Elden Ring in Alt. Und Witcher 3 habe ich mir gekauft, Elex habe ich mir gekauft, Elex 2. Aber ich hab, wann soll ich das machen? Wenn du heute verfolgt hast, seit heute Morgen um, was war es, 9 Uhr? Am freien Tag habe ich euch mal mitgenommen, was mein freier Tag heißt. Ich könnte mich jetzt hinsetzen und könnte jetzt zocken. Ne? Aber. Ich habe auch Whisky. Wolfen, ich habe hier den Whisky gefunden übrigens. In einer Tasche unter meinem Schreibtisch beim Auf- und Umräumen. Ist der gut oder kann der gar nichts? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr von wem und so. Aber irgendjemand muss noch mitgebracht haben und hier halt, der kann gar nichts. Okay, gut. Na dann.
das Kunst oder kann das... Ich habe keine Ahnung. Aldi Billigware. Okay, ey, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe das in der Tasche gefunden, da unterm Dings. Moin Ziggel. Spritze vom Zahnarzt, das tut mir leid. Kostet um die 15 Euro im Video. Okay, alles klar. Hoschen, und nochmal schön, dass du da bist. Freue ich mich. Das, was der... ja, ey, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe den... Der, ohne Scheiß, der lag in einer Tasche, in einer Dingstasche unterm, ne? Unter meinem Streaming-Tisch, der Bumster. Der Wolven war ja schon häufiger hier. Der wird sich wundern, wie das hier aussieht. So, wolltest du mal sehen? Hier, pass auf. I show you. Warte. Oh, jetzt kein Kabel rausroppen. Yeah. Mehr Platz und so. Ist ganz cool eigentlich, glaube ich. Aber der André hat echt, also der Wolfen hat echt Ahnung von Whisky. Und ich war ein absoluter Whisky-Hasser und dann hat er einen Whisky mitgebracht. Und der roch so lecker. Läuft mir gerade das Wasser im Mund. Der roch so lecker und war so rauchig, torfig oder was weiß ich nicht was. Und ja, ich kann den dann auch nicht pur trinken. Ich muss den dann auf Eis trinken. Aber da haben wir eine halbe Pulle von leer gemacht oder sogar ein bisschen. Das war echt, der ist lecker, also. Ne? Ja, das Schlimme war, als ich das dann alles auseinandergeräumt habe, da siehst du erstmal, was für ein Scheiß sich da drunter sammelt. Werden viele von euch kennen. Und dann musste ich halt putzen. Schön auf allen Vieren, alles sauber gemacht und so. Und jetzt hat meine Ma auch gesagt, dass wir einfach irgendwie so Stoff und dann können wir den Tisch auch abhängen. Dann sieht man auch die Kabel nicht. Dann sind die Leute nicht so getriggert. Also mit Cola mischen gar nicht. Das mag ich gar nicht. Also der André, der Wolven hat dann halt... echt super lecker. Und auch nicht, ich weiß gar nicht, wie teuer der war oder was das für einer war. Lafroig war das, oder? Nee, der hatte so einen Totenkopf, oder? Ich weiß es auch nicht. Aber der war super lecker einfach. Also das war wirklich super lecker. Und ja, aber ich trinke das dann halt auf Eis. Aber nicht mit Cola. Ich mag keine Mixgetränke mit Cola. Liegt daran, meine Mutter guckt zu, dass ich irgendwann mal mich mit irgendeinem Mixgetränk mit, ich glaube, Cola rum, so, als ich ganz jung war, so übertrunken habe, nie wieder. Genau wie... Kann sich meine Mama bestimmt noch dran erinnern. Da haben wir Johanneshöferlikör. Kennt ihr den? Diesen roten Johannisbeer-Dings-Schnaps? Weil wir ja Revoluzzer waren und total bescheuert, haben wir uns nachmittags jeder irgendwie so eine Flasche reingepfiffen. Mein Kumpel war dann irgendwann weg und ich habe, glaube ich, das komplette weiße Badezimmer in Rot getüncht. Und meine Mutter kam nach Hause und dachte erstmal Panik. Von wegen, ne? Ist das Blut? Was ist das? Dann durfte ich alles sauber machen. Und dann habe ich... einen Einlauf bekommen, der sich gewaschen hat, zurecht. Ich habe zweimal so schlimm Scheiße gebaut, dass... Oh, das kann ich in meinem Leben nie wieder gut machen. Dass meine Mutter mich nicht rausgeschmissen hat, ist alles. Asche auf mein Haupt. Das war der Smokehead, der war nicht ganz so teuer, aber der war lecker. Der war lecker und dieser Lafroig auch, der war auch lecker. War ein Whisky in der Shea Shepherd Edition. Wer ist denn Shea Shepherd? Hast du zwei Tage lang diesen Assi-Limettengeschmack im Rachen, wenn du einmal von Kuba Libre gekotzt hast? Diese beiden Dinge kriege ich nicht durch den Hals. Ja, irgendwann, 20 Jahre später, hat mir irgendjemand Wodka-Cola hingestellt, so anstoßen und ich... Ja, aber dann so, ich gehe mal aufs Klo. Weggestellt, so ungefähr. Kann ich nicht. Und ich glaube, ich könnte auch jetzt hier nicht irgendwie mir einen Jim Beam einkippen. Kann ich nicht. Na, aber das, was der Wolven das war super.
Aber habt ihr bestimmt auch irgendwas, woran ihr euch mal den Magen verdorben habt oder so, hä? Korea habe ich früher. Was ist denn Korea? Sagt mir gar nichts. Überhaupt nicht. Korea. Also ich habe ja sogar mal so einen Mixerkurs gemacht und so, ne, für unsere Bar und so. Und ich kriege jetzt kaum noch was hin, aber Jägermeister, Maracuja oder Tequila. Oh. Ich habe für Red Bull gearbeitet. Ich hatte zu Hause 3 Red Bull Kühlschränke. Ich hatte ein Red Bull Auto und ich hatte eine Garage mit einer Europalette Red Bull und mit einer Europalette Sekt und Wodka. Also Henkel. Und ich bräuchte eigentlich in meinem Leben nie wieder Red Bull trinken. Und Mann, hatte ich zu dem Zeitpunkt viele Freunde. Alter Falter. Also, so ein... Weiß ich nicht. Aber das, aber dann auch jetzt Zero und dann nur mit ein bisschen Wodka und viel Eis, das könnte ich vielleicht noch. Ne? Aber das war so schlimm. Dann haben wir bei mir gesoffen und dann haben 2 Kumpels bei mir gepennt. Und dann am nächsten Morgen Nachdurst und du hattest nicht mal Bock, bis zum Kran zu laufen. Und hast halt einfach einen Kühlschrank aufgemacht und hast dir eiskaltes Red Bull hinterher gekippt und so. Aber, heilige Fresse. Korn mit Jägermeister. Cola mit Rotwein. Ich mag ja keinen Wein. Wein ist für mich abgestandener Sekt. Ne? Und wir waren damals im Ferienlager in Frankreich, im Abschlusslager. Waren wir die Ältesten. Und wir hatten ja leider kein Geld. Und dann haben wir uns Kanister geholt. Und dann alle irgendwie Weißwein oder Rotwein. Und das Einzige, was ich durch den Hals gekriegt habe, war Rosé. Und dann hast du halt an so einem Abend irgendwie so einen 5-Liter-Kanister, war dann halt weg, alleine, und hast ein paar abgegeben und so. Und ist eine wahre Geschichte. Und am nächsten Morgen sitzen wir beim Frühstück. Oder auf dem Weg, also es ging zum Frühstück. Und dann haben sich die Gruppenleiter hingestellt und gesagt, so, jetzt alle mal aufstehen. Wer hat gesoffen gestern Abend? Und alle so, und alle, mal Zunge rausstrecken. Und alle so, was? Zunge raus! Und alle so, ha? Und erst dann haben wir gemerkt, dass sie alle eine blaue Zunge hatten. Ehrlich wahr. Die richtig viel gesoffen haben, hatten alle eine blaue Zunge. Ich auch. Bescheuert. Da wäre ich Alkoholiker geworden, ja. Das Geilste beim Brand am Morgen ist eine Flasche eiskalt. Alter, Paulaner Spezi. Das kann ich nicht mal bestellen. Ich habe da mal nachgeguckt. Soll super lecker sein. Warum, weiß ich gar nicht. Cola mit Rotwein geht ab. Ist das nicht kalte Muschi? Kalte Muschi, tatsächlich. Kriegst du bei Flaschenpost? Echt? Ich habe es nicht gefunden. Aber vielleicht war ich auch zu blöd einfach. Kann auch sein, dass ich es gefunden habe und nicht gekauft habe, weil ich mag keine Zuckergetränke mehr, ne? Und das gibt's, glaube ich, nicht als Light oder so. Und das kriege ich nicht durch den Hals. Das ist mir zu süß. Wobei viele Leute sagen, dass Süßungsmittel ja süßer sind als Zucker, ne? Sagt er und pfeift sich Becks Lemon 3. Das ist aber doch Biermischgetränk. Das ist doch was anderes. Ich nehme mal ein anderes. Gibt jetzt auch Paulaner Spezi Zero, ist aber nicht so geil. Mal gucken, vielleicht kann ich mir das ja mal bestellen. Ja, geil, Fabi. Würde ich mich freuen. Das wäre geil. So, jetzt habe ich mir ein Futschi... Alter, ihr trinkt Sachen? Futschi, du, Cola rein. Ihr trinkt Zeug? Auch was Schönes zu so einem Tag wie heute? Ja, war viel zwischendurch und ich muss die Sachen noch spülen alle und ich
musste das wegräumen und waschen noch für die beiden anderen Wohnungen und so. Und dann haben wir die Seite weitergemacht und ey, wir haben 3 Leute geschafft. In wie viel? 2 Stunden oder so? Ja, wahrscheinlich wird eh viel schneller gewesen. Ne? Cola Goldkrone, hau ab. Sasu, tschüss, dankeschön. Und dann sind wir zum Thorsten gefahren und so. Ne? Und jetzt, wenn man das jetzt zusammenfasst, wie viel habe ich geschafft? Habe ich viel geschafft? Habe ich nicht viel geschafft? Weiß ich nicht, aber es fühlt sich gut an. Alles Mögliche ist angeleiert halt. Ne? Morgen wird direkt hier zur Zeche Zollverein der Plan irgendwie fotografiert, abgeschickt, was dazu geschrieben. Kulturamt hat den neuen Pitch. Habe ich heute gefragt, ob sie schon geguckt hat. Hat sie noch nicht, aber sie hat ihn. Alles cool. Private Sachen sind alle auf dem Stand, soweit wie sie sein können. Mit Steuern und sowas. Ich konnte euch mitnehmen, was ich total cool finde. Und viele haben irgendwie gesagt, sie fanden das mal spannend oder interessant. Dann habt ihr mal die Leute kennengelernt dahinter. Proxima, ganz selten. Wenn ich Alkohol trinke, rauche ich. Und dann rauche ich auch nicht wenig. Manchmal, wenn ich abends hier sitze und mir langweilig ist. Das sind eigentlich die einzigen beiden Situationen, in denen ich rauche. Es gibt eine Ausnahme, wie zum Beispiel heute bin ich zum Thorsten gefahren, in seinen Laden, ins Panoptikum. Und wir haben gequatscht und er hat mir einen Kaffee gemacht und hat gesagt, möchtest du eine mitrauchen? Und dann habe ich eine mitgeraucht. Und ich glaube, wir haben 2 oder 3 Zigaretten geraucht. Und fertig. Frag mich nicht, warum das so ist. Das war bei mir schon immer so. Wenn ich irgendwo gepennt habe mit 25 irgendwie bei einem Kumpel und ich habe auf dem Sofa gepennt und wir wachen morgens auf nach dem Saufen und dann kam der hier und er steckt sich direkt eine an, sage ich, oh nee, auf gar keinen Fall. Urlaub kann auch was anderes sein, wenn man irgendwo in Spanien rumlungert oder irgendwo, wo es schön warm ist und man kann sich irgendwie da vom Pool an den Strand und eine Bar und wieder an den Pool schleppen und so, dann kann ich auch mittags rauchen oder so. Das geht auch. Aber selbst da ist es wenig im Vergleich zu anderen Leuten. Und ich meine, ne, du bist ja auch nicht seit gestern hier. Man sieht mich halt auch nie rauchen. Das ist aber nicht, weil ich mich dazu zwinge, sondern weil ich denke gar nicht dran. Überhaupt nicht. Null. Und ich gehe auch nicht heimlich raus und rauche mir eine oder so. Also, ne. Soll aber jeder machen, wie er will. Aber ich habe auch einen Plan, dass ich das irgendwann nicht mehr mache. Ich rauche nur nach dem Sex. Also das ist auch lecker. Das finde ich auch lecker. Und nein, ich habe keine Partnerschaft mit Becks. Also diese Schachtel hält bestimmt, ich habe keine Ahnung wie lange, kommt drauf an, was ich mache, aber lange. Morgen ist Dienstag. Ich werde es morgen auf jeden Fall auch so halten wie heute. Also ich werde mir morgen nicht den Wecker stellen auf 7 Uhr und dann kommt der Stream. Kann ich euch nicht versprechen. Mache ich im Moment ja sowieso nicht, wie ihr das wahrscheinlich mitbekommen habt. Morgen ist zum Glück Feiertag in Berlin. Was ist denn, moin Portex, was ist denn für ein Feiertag? Weil einfach noch zu viel zu tun ist. Irgendwie, ne? Ich dachte, diese Rothaarige immer in deinen Streams ist doch deine Partnerin. Also, wenn Rothaarige in meinen Streams unterwegs sind, dann wirst du nie irgendwie mitbekommen haben, ob wir zusammen sind oder nicht. Ne? Nie. Also, haben wir nie gesagt. Oder so halt. Ne? Frauentag ist morgen. Und das ist ein Feiertag nur in Berlin? Weil wir in NRW keine Frauen feiern, oder was? Ich weiß, dass du Becky meintest, Gary.
Ja, da muss aber noch mehr ran, ne? Portex. Seit 3 oder 4 Jahren in Berlin feiert er. Na toll. Und die Frauen in NRW, ihr Curry darf gucken, wo sie bleibt oder was? Ich glaube, es brennt. Kaltes Weh. Berlin brauchte einen Feiertag. Okay. Ja, dann haben sie sich einen guten Tag gewählt, auf jeden Fall. Aber dann finde ich, könnte man den auch deutschlandweit machen. Und auf Malle. Berlin hat im Bundesdurchschnitt die wenigsten Feiertage. Ich hätte gedacht, es ist genau andersrum. Ich hätte jetzt gedacht, Berlin hat die meisten Feiertage. Auch spannend. Goldfurz, das ist ja, da liegst du auch gar nicht so falsch, ne? Warum dürfen nur Frauen Feiertag haben? Ne? Ich finde, wir sollten einen Menschtag haben, oder? Männer, Frauen, Transgender, was es alles gibt. Elki, ich kann mir das alles nicht merken, nicht böse sein. Ne? Ein Feiertag, wo sich alle einfach feiern. Die meisten hat Bayern, okay. Niedersachsen hat die wenigsten oder nicht? Ich meine, ich habe wirklich keine Ahnung. Kriegt man aber bestimmt durch Google raus irgendwie. Es sollte die Goldfox-Feier da geben, ja? Solange der dann auch für mich frei wäre, ich würde dich feiern. Der Schniblo-Tag? Ist für alle frei, sollen wir... Gute Idee. Ist ja auch richtig, Curry. Ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig, finde ich ja auch gut. Aber ich fände es geil, wenn wir einen LGQT und so weiter Tag hätten. Und da feiern alle alles. Ist doch, das wäre auch geil, oder? Als wäre ich ein alter, antiker Gottkönig. Und hättest dann so Sandalen an und so ein Kränzchen auf und so eine Robe und würdest dann irgendwie dich natürlich nicht schreiten, sondern du würdest dich auf einem LKW durch München fahren lassen. Durch die Innenstadt. Ich könnte es mir gut. Oder du fährst auf deinem Moped. Das wäre auch okay. Wir opfern ein paar Jungfrauen. Ist doch der Christopher Street Ray. Hast du recht. Hast du recht? Aber ist das ein Feiertag? Aber ist das ein Feiertag? Dann müsste der Christopher Street Day ein Feiertag sein. Hier werden keine Jungfrauen geschlachtet. Das musst du Fabi sagen. Es ist sein Feiertag. In einer Achtklasse wäre in mir. Ja, das stimmt. Ist wie Dönerstag. Doc werden sie. Ah, geil. Würde ich aber mitgehen. Christopher Street Day, Feiertag. Und dann können sich alle Männlein, Weiblein, Transgender, alles was es gibt und als wie man sich fühlt, feiern. Sich alle. Alle. Fände ich geil. Eigentlich komisch, dass sowas noch so, dass so eine Diskussion noch nicht aufgekommen ist, oder? Oder ist sie schon aufgekommen, ist an mir vorbeigegangen wahrscheinlich. Das kann auch sein. Das würde mich nicht wundern. Ich bin im September geboren, ich will nicht geschlagen werden. Wieso sollte man dich schlagen dafür, dass du im September geboren bist? Habe ich was verpasst? No. September gleich Jungfrau? Was hat September mit Jungfrau zu tun? Klären Sie mich auf. Dann haben deine Eltern nur Böller geknallt.
Ach, Sternzeichen. Ja gut, damit kenne ich mich gar nicht aus. Gar nicht. Ne? Meine Mutter ist da so affin irgendwie teilweise und auch bei anderen Sachen. Da kenne ich mich gar nicht mit aus. Null. Juckt mich auch nicht. Mein Bruder ist im September geboren. Ich finde es legitimer, und deswegen verdroschen zu werden. Ah. Wetter. Wie wird denn das Wetter morgen? Alles klar, ändere ich gleich sofort. Tut mir leid, wusste ich nicht. Alles cool. Und wenn du irgendwie ein Foto von euch allen hast oder so, füge ich das auch noch gerne ein. Ne? Schickst du mir einfach. Und wenn das ansonsten so okay geht, oder schick mir einfach was, wenn du was geändert haben möchtest. Ich ändere das. Julia. Wetter wollte ich gucken, ne? Wetter. Wetter. Wetter die nächsten 3 Tage Sonnenschein. Nice. Das ist doch mal was. Habe ich einen Fehler gemacht? An Hellpai arbeiten die nicht zusammen mit den Indie-Sträuchen. Das ändere ich gleich einfach. So. Hör ich mir gleich an, wenn ich stream gerade noch. Und es sei denn, es ist super wichtig. Dann schreib mir einfach, es ist wichtig, dann mache ich das sofort weg. Ansonsten, ne, gleich. Anna, das macht doch nichts. Ey, Leute, pass auf, das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Ihr habt euch Mühe gemacht, einfach so, weil ihr Bock hattet zu helfen. Wenn dann da sich ein Fehler einschleicht oder so, dann ist das halt so. Das ist doch nicht schlimm. Ich bin doch dankbar dafür, dass du mir geholfen hast. Ehrlich. Also, ihr müsst euch da nicht entschuldigen oder irgendwie denken, oh Kacke, jetzt habe ich Mist gemacht oder so. Es ist genau das Gegenteil. Ne? 95% sind super, 5% änderbar oder nehmen wir raus, aber die 95% sind super. Bei uns bleiben halt immer nur, bei dir bleibt jetzt das hängen, oh, ich habe da was falsch verstanden oder Blödsinn. Andi, schön, dass du dabei warst, wünsche ich dir auch, ehrlich. Oder spreng den TOS-Rahmen. Morgen um 10 Uhr habe ich ein Gespräch mit jemandem von meiner Agentur übrigens. Vielleicht wird es morgen dann eher noch ein bisschen später. Also ich weiß nicht, das dauert eigentlich nicht lange. Aber ich denke mal, danach gehen wir dann online. Vielleicht mache ich vorher schon an der Seite weiter. Ich glaube, heute Abend mache ich nichts mehr, da habe ich keinen Bock drauf. Wie gemeint von mir, aber ja, und ansonsten, ich fand es geil, also das, was wir hingekriegt haben. Das mit dem Bezahlen ist halt echt so eine Sache, da muss man sich mal echt Gedanken drüber machen. Monster Punch 94. Deine pure Anwesenheit sorgt dafür, dass hier Lampen runterfallen. Geil, oder? Hi! Das freut mich.
es ist das Streaming-Ende von einem eigentlich streamingfreien Tag. Und wir haben ganz viel organisiert. Ja, da lachst du, ne? Ich mache eine Veranstaltung vom 10. bis 12. Juni und habe den Zuschauern gesagt, ich nehme euch immer mit und dachte mir heute, das wäre mal ganz lustig, wenn sie sehen, wie so ein freier Tag aussieht eigentlich. Und jetzt stehen wir noch und jetzt das Erste, was du siehst, ist mich rauchen und Becks trinken. Das ist nicht immer so. Also mein Inhalt ist nicht, ich stehe hier, rauche und trinke Becks. Obwohl das ein cooler Inhalt wäre eigentlich. Ich guck mal eben nach der Lampe. Scheißen Dreck. Alles gut. Wegen Bezahlung, schau im Internet nach Payment und der Beteiligung an dem Verkauf. Ja, aber es ist ja schon richtig. Also heutzutage nicht mit Karte oder mit Bezahlsystemen zahlen zu können, ist ja schon blöd. Ich zahle ja auch teilweise häufiger, also ich zahle auch meistens mit Karte eigentlich. Da hat der Thorsten ja recht. Aber es müsste ja, hi Knüppel, moin, Sera, hi. Wäre ja gelacht, dass wenn wir das nicht irgendwie hinkriegen, ne? Ungepatcht. Irgendwie kriegen wir das hin. Vielleicht der Adam, vielleicht kennt er sich ja auch ein bisschen mit aus oder hat da eine Idee oder so. Ich weiß es nicht, mal gucken. Oder einer von euch irgendwie was, ne? Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt gerade bei manchen auf der Stadt, kannst du doch nicht einfach gehen. Ich habe auch eigentlich noch gar nicht vorgehabt, jetzt zu gehen. Ne? Also, hast du gestern gepokert? Wie ist es bei dir gelaufen, wenn ich fragen darf? Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt nichts angeschnitten. Halt die Fresse! Ich poker nie wieder! Das Ding ist ja halt auch, wir müssen halt gucken, dass wir das dann irgendwie hinkriegen, dass das halt nicht über seine Firma gebucht wird oder man muss sich einfach mal schlau machen. Da muss man halt das Finanzamt einfach mal fragen, wie das aussieht, wie das dann läuft. Ich habe das vorhin schon erzählt, man kann mit denen reden. Ne? Also normalerweise kannst du ja zum Beispiel, wenn du Spendenstreams machst, die nicht über deinen PayPal-Account machen, weil du musst das versteuern als Einnahme. Ich habe aber mit dem Mädel, was mein, was mich betreut beim Finanzamt, der habe ich das erklärt und die hat sich schlau gemacht bei ihrem Chef. Und wir sind zu einer Regelung gekommen, wenn ich 8 Wochen vorher Bescheid sage, dass ich das mache, dann notieren die sich das und wenn ich geprüft werde und der Posten taucht auf, dann muss halt das, wenn dann 5.000 Euro gespendet werden, müssen die 5.000 Euro auch rausgehen. Das war abgesprochen, dann ist das auch in Ordnung. Also man kann mit denen reden. Das ist aber individuell. Also das gilt nicht für euch. Das heißt, ihr müsst das entweder absprechen. Kann auch sein, dass sie sagen, nee, wir machen das nicht. Das heißt, es müsste eigentlich auch möglich sein, mit denen zu reden. Und wenn dann der Posten auftaucht, dass der dann halt vielleicht irgendwie woanders auftaucht. Aber das muss man sich, da muss man sich halt echt schlau machen. Ich habe gar kein Bargeld mehr dabei. Ich schau mal die Info, alles klar. Bargeld ist 90 Jahre Tante Emma Laden. Ja. Alles gut? Okay, Knüppel. Das freut mich. Super, ungepatcht. Dankeschön. Schau mal nach Square, das ist genauso. Okay. So ein Payment, okay. Wie wäre es mit Treuhandkonto? Ah, muss man sich halt mal schlau machen. Ich habe keine Ahnung. Eigenes Konto, dezidierte Abrechnung. Genau, genau. Wir wollen halt einfach keinen Ärger. Da wird nichts daneben laufen. Wenn Stauder sagt, weil sie Thorsten schon seit, was weiß ich, 20 Jahren kennen und sagen, pass auf, du kriegst von uns 5 Fässer so, dann werden die nicht da schwarz durchlaufen. Da werden jetzt vielleicht manche sagen, ihr seid ja doof, warum macht ihr das nicht? Ne? Und natürlich könnte ich das jetzt auch sagen und wir machen es trotzdem, aber nein, wir wollen ja wirklich so die Veranstaltung etablieren. Wir sind beide total froh, dass wir diese Veranstaltung kriegen. Ne? In dieser Location. Und dass die Leute sagen, ey, das ist eine super Idee. Und wir wollen das ja etablieren. Und jetzt stell dir mal vor, durch so eine Scheiße sagen die, nee, ist nicht. Und dann kommt irgendwie das Amt, und also das Finanzamt geht zum Kulturamt und sagt, sag mal, was habt ihr da für Leute angeschleppt? Seid ihr bescheuert? Nee, auf gar keinen Fall. Ihr müsst verstehen, das Kulturamt gibt uns 3 freie Tage für die Halle. Weil das ein Weltkulturerbe ist,
hat das Kulturamt der Stadt Essen die Möglichkeit, an gute Ideen die Halle quasi umsonst zu geben. Also mal abgesehen von Wasser und Strom. Nicht draußen, drinnen. Und als ich denen das gepitcht habe und wir vor Ort waren mit Jenny und Björn Pankratz von Piranha Bytes und wir denen das erklärt haben, was wir vorhaben, fanden die das so cool, dass sie gesagt haben, hey, wir unterstützen das. Und die fanden das sogar noch cooler, dass ich den Pitch nochmal neu machen musste, den sozialen Aspekt, der da drin ist, noch mit rausstellen musste und was die Stadt Essen davon hat. Und dann geben die uns sogar noch ein bisschen mehr für Stühle, die wir da drin brauchen und so weiter und so fort. Und es wäre einfach völlig dämlich, also da kann die Veranstaltung eher in die Binsen gehen oder nicht funktionieren, aber wir haben alles richtig gemacht. Ne? Das ist es halt. Aber der Aspekt ist halt, ist schon richtig. Also du kannst nicht irgendwie, also es muss, das wird auch funktionieren. Das wird funktionieren. Ich war nur so baff, dass ich mir dann noch, ich habe mir dann noch null Gedanken drüber gemacht. Gar nicht. Null. Schon bescheuert eigentlich, ne? Aber klappt schon. Das wird schon klappen. Also es wird nicht daran scheitern. Daran nicht. Vielleicht am Zombie-Kron-Virus oder so. Aber dann ist eh alles egal. Oder durch ein Land im Osten oder so. Hoschen, es gibt nur den Weg. Es gibt nur den Weg. Ihr müsst euch halt auch einfach mal vorstellen, was das heißt. Also wenn man diese Veranstaltung etablieren kann, auch für euch, und ihr habt eine Veranstaltung, auf die man sich freut, und die halt ein bisschen was anderes ist als die anderen Veranstaltungen, und man dann nächstes, übernächstes Jahr damit auch Geld verdienen kann, oh, wie furchtbar, für den Zeitaufwand Geld verdienen, wie schlimm, ne? Dann ist das halt ein weiteres Standbein für Thorsten, der schon etabliert ist und durch die Scheißpandemie gekommen ist, und ein Standbein für mich. Das Ziel war immer, dass dieser Kanal, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, dass irgendwann so ist, dass alles, was reinkommt, quasi an euch wieder ausgeschüttet werden kann und man das Ganze halt durch andere Sachen finanziert. Und alle so einen Mehrwert haben irgendwie, ne? Wenn man das so blöd, blauäugig, träumerisch darstellen kann irgendwie. Das klingt jetzt bescheuert, aber so ist es halt. So, das war immer so die Idee, die ich dahinter hatte. Das geht jetzt nicht und ging auch bis jetzt noch nicht. Das ist aber okay. Ne? Ich freue mich, dass es so ist, wie es ist. Bin unheimlich stolz. Ich sehe das gerade für über 400 Zuschauer. Das ist halt toll. Das liegt daran, wie gerade schon jemand gesagt hat, der meine Lampe kaputt gemacht hat, dass wir oben da durchlaufen und dann halt Leute mal sehen, was das ist und das wird als Zuschauer gezählt. Aber das finde ich toll. Ne? Und sich so eine Möglichkeit kaputt zu machen, das wäre einfach blöd. Also durch sowas ist einfach doof. Einfach, weißt du? Das ist es halt. Bond, moin! Wir haben Concardis benutzt. Google mal nach Bezahlung. Okay. Das kann ich mir jetzt alles gar nicht merken, Leute. Aber danke. Pay One, okay, alles klar. Super, super. Vielen, vielen Dank. Harle Kinobi, hi erstmal, ne, dass du hier draufgerutscht bist. Damit ich hier die Frage stellen kann, um was es hier im Allgemeinen auf dem Kanal geht. Ursprünglich hieß mein Kanal Arten Games TV. Und als ich Partner geworden bin, durfte ich das TV wegmachen. Dann hieß es Arten Games. Warum Arten Games? Weil wir im Unperfekthaus in Essen, da sind ganz viele kreative Leute am Start gewesen, habe ich ein Studio bekommen. Und als ich 2016 gelernt habe, was Twitch ist und dass man selber quasi Fernsehen machen kann, habe ich mir gesagt, ey, das ist cool, da kannst du kreative Leute vorstellen aus diesem Haus oder Leute, die dazukommen oder so. Und ich habe auch mit null Zuschauern angefangen. Und dann kam die Scheiß-Pandemie und dann haben die halt geschlossen und dann bin ich halt nach Hause hierhin. Und seitdem, wir machen alles Mögliche, zocken weniger. Leid, ich würde super gerne und es wäre auch lustig für euch, weil ich kann es nicht. Aber ich habe einfach keine Zeit dazu. Wir machen ganz viele Sachen. Also ist viel Real Life. Wir fahren viel mit euch irgendwie rum. Meine Ma ist häufig auch am Start. Die ist cool. Und wir kochen und hören scheiß Musik. Und heute zum Beispiel ist eigentlich frei.
montags. Und ich plane halt diese Veranstaltung. Das ist die dritte. Die ersten beiden waren im Unperfekthaus. Dann waren jetzt 2 Jahre Pause wegen der Pandemie. Und jetzt haben wir eine super Location bekommen. In Essen ist die Zeche Zollverein. Ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und wir haben das als Veranstaltungsort bekommen. Und ich organisiere alles alleine. Das ist super schwierig und super viel. Aber geiler Stress. Und ich versuche, die Leute mitzunehmen, damit die mitkriegen, wie das passiert, was man macht, woran man denken muss, was ich vergesse, was schief läuft, damit wir nachher Anfang Juni, 10. bis 12. Juni quasi alle in einem Boot sitzen irgendwie und alle wissen, ey, oder die Leute, die Bock drauf hatten, wissen, hey, so und so hat das funktioniert. Und da habe ich heute, waren wir heute zusammen unter anderem, wir haben die Webseite weitergemacht und wir waren heute beim Thorsten, der macht die Gastronomie in seinem Laden und haben über ein paar Sachen gesprochen, da habe ich die Leute mitgenommen und ja, das ist das, was im Moment ist eigentlich. Ich bemühe mich immer so viel rauszugeben zurück, wie reinkommt, also dass man halt auch weiß, es ist nicht nur hier reinbuttern, wenn ihr unterstützt. Mir ist völlig klar, dass die Zeiten im Moment schwierig sind. Wenn ihr irgendwie alten Primes habt überhaupt, wäre das super. Hier wird nichts erwartet, das muss auch so irgendwie funktionieren. Ich bin der Erste, der an einer Tankstelle vorbeifährt und weiß, wie scheiße das ist. Ich versuche den Leuten seit 5 Jahren, am 10. März ist 5-Jähriges, seit 5 Jahren zu erklären, dass zusammen besser funktioniert als alleine, was nicht so leicht ist auf Twitch. ist alles ein bisschen naiv, vielleicht. Ich bin sehr direkt, also wenn mir was nicht passt, sage ich es auch. Das mögen viele Leute auch nicht. Nichts beschönigt. Wir können hier über alles reden. Ne? Aber mir muss nicht alles gefallen, was du sagst. Wenn du AfD-Wähler bist, möchte ich dich bitten zu gehen. Ist mir dann auch egal, ob wenn das Leute dann irgendwann sagen, die seit 2 Jahren hier was weiß ich nicht was reinbuttern, möchte ich die bitten zu gehen. Ich bin halt da sehr geradeaus. Also, ich sage es zu oft, tut es nicht, wenn ihr nicht könnt. Wenn ihr könnt, dann gönnt. Was denn das für ein geiler Satz? Amen. Das ist vielleicht so eine kurze Zusammenfassung. ich habe durch Twitch die letzten 5 Jahre viele tolle Leute kennengelernt, die auch super Freunde von mir geworden sind. Ich weiß nicht, ob du Elex kennst oder jetzt Elex 2 ist jetzt rausgekommen von Piranha Bytes. Der Chef ist einer meiner besten Freunde. Die kommen nächsten Freitag und feiern mit mir ein bisschen und wir werden ja auch ein bisschen, da gibt es dann Rede und Antwort und dann werden wir nachher ein bisschen Karaoke singen. Ihr dürft euch lustig machen und zuhören. Ist es halt alles ein bisschen anders hier irgendwie. 2,5 Umdrehung, irgendwie kennt das jemand von euch, hier diese Becks Mischdinger? Ich habe mir so eine Überraschungskiste gekauft. Ich finde ja wirklich, diese 2,5 Dinger schmeckt man gar nicht. Halle Kinobi, ey, vielen Dank, Mann. Super cool, herzlich willkommen. Und weißt du, was das Coole ist? Das gilt natürlich für alle, die Subscriber sind, aber für dich jetzt ganz besonders. Du darfst dir ein Ausrufezeichen wünschen, wenn du möchtest. Ne? 0 bis 5 Sekunden, MP3, schickst du mir einfach als Privatnachricht im Discord. Ich habe ein Veto. Aber dann hast du dein eigenes Ausrufezeichen. Wenn du hier reinkommst, dann ertönt das. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die ein Ausrufezeichen haben. Die können das ja mal jetzt raushauen, damit der Harley Kenobi weiß, worum es geht. Knüppel zum Beispiel hat natürlich auch sein eigenes Ausrufezeichen. Ich möchte auch feiern und Bier könnte ich heute vertragen. Ich habe heute eigentlich frei. Da darf man ja mal so ein bisschen. Ja, ich brauche den Knüppel. Ja, den Knüppel. Jeder braucht den Knüppel. Wir alle brauchen den Knüppel. Knüppel aus dem Sack. Knüppel aus dem Sack, Junge. Zum Beispiel. Also, falls du möchtest, schick's mir einfach auf Discord, Ausrufezeichen Discord, und dann mache ich dir auch eins. Achso, falls dich das auch noch interessiert. 10 Punkte von 10 Punkte vom Aussehen her. Curry ist ein bisschen auf Knossi hängen geblieben. Das Ganze findet statt in Essen. Ja.
Moin, schön, dass du reinkommst. Ich gehe nur kurz kacken. Also du weißt jetzt, was ich meine, ja? Ich bin in Essen, mitten in der Innenstadt. Am großen Balkon drumherum, da grillen wir auch und hängen auch ab im Sommer und so. Nun, alle so ein Kram steht dann leider irgendwie, ne? Ach so, da ist er doch, da. Wenn ich jetzt, also, Mann, du Mann ist Mann, ja, du Bastard, du Hurensohn. Wenn ich nicht meine Schwester ficke, dann... Herzlich willkommen. Ist jemand am Fenster vorbeigegangen. Geil, oder? So sieht's aus. Hey, Bass, ey, schön, dass du, oder Bass, ich schön, dass du reinguckst. Moin. Willkommen in Essen Nord. So sieht's aus. Ja, ich hätte damals echt was drauf gewettet, dass dieser Clip viral geht. Ist aber leider nie passiert. Aber ich finde den immer noch geil. Ja, so sieht's aus. Das kriegst du hier. Aber schön, dass du reingeplumpst bist. Ne? Dein Vorfolger, der auch reingeplumpst ist, hat direkt dafür gesorgt, dass mir eine Lampe abgeschmiert ist. Da hast du dich wesentlich besser angestellt. Musst du bei TikTok hochladen. Ich habe nicht mal einen TikTok-Account. Aber die Idee ist lustig. Ein Account bei TikTok, ein Video hochladen, 1 Million Dings da. Obwohl, irgendwo habe ich gelesen oder gesehen oder keine Ahnung, so ein Regina Hai, so ein TikTok-Account mit 1 Million ist ja noch klein irgendwie oder so, ne? Habe ich irgendwo gehört. So, bei TikTok musst du 1 Milliarde Follower haben, dann ist das gut. Und natürlich ist auf den Befehlen ein Cooldown, ne? Damit man nicht alle 2 Sekunden irgendwie so ein... Danke, Knüppel. Ich liebe dich auch. 1 Milliarde? Ich habe doch keine Ahnung. Du weißt das besser als ich. Olli, du musst dir auch mal eine Woche Auszeit gönnen. Solidus, ich kann dir genau sagen, wann ich mir eine Woche Auszeit gönne. Also eine Woche, wenn irgendwann mal zwischendurch ein Tag und ich hau auf Instagram, achso, falls ihr folgen wollt, auf Instagram, Arten Games und Ausrufezeichen YouTube, lasst ein Follow da, das wäre toll. Vielleicht mal zwischendurch ein Tag, so wenn ich einfach sage, so, ich will jetzt, hab die Schnauze voll. Aber wenn die Arten Games vorbei ist, nehme ich mir einen Tag Pause und dann geht's nach Tschechien und dann gibt's eine Veranstaltung vom Kojak und vom Felix. Und da freue ich mich tierisch drauf. Und danach mache ich Pause. Ja, heute, Silas, hi erstmal. Haben wir den ganzen Tag... Es durften heute alle mal zugucken, wie ein freier Montag aussieht bei mir. Gut, dass ich nicht der Einzige bin, der kein TikTok hat. Ja. Es ist einfach zu viel. Ich kann mich um die ganzen Sachen gar nicht kümmern. Das ist zu viel. Und TikTok weiß ich auch nicht. Aber dann... dann. Also ich... Also wenn man da 10. bis 12. ist die Arten Games, dann mache ich den 13. frei. Tot. Vielleicht den 14. auch noch. Und dann geht es, glaube ich, am 15. schon los. Kojak, von wann bis wann ist eure Veranstaltung? Das Wochenende drauf halt. Ne? Also 17. bis 19. oder sowas. Und wenn das dann vorbei ist, dann mache ich irgendwas anderes für 1-2 Wochen vielleicht. Mal schauen. Oder ich bin dann pleite, das kann auch sein. Aber dann ist eh egal. Alles sinnlose Zeitfresser, die noch mehr verblöden. Warum nicht? 16. bis 19. Grind Live 3. Poker. Ich poker sehr gerne. Leider kann ich das. Ich habe auch keine Zeit für. Aber da bin ich. Auf jeden Fall. Das wird lustig. Hab mir für die letzte Veranstaltung schon super viel überlegt, aber da war, glaube ich, meine Mark krank. Konnte ich nicht. Das wird super geil. Ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Sehr, sehr, sehr.
Das werden tolle 2-3 Wochen. Und danach könnte man ja mal gucken, wie das aussieht mit der Einreise nach Amerika, Kojic. Was hältst du denn davon? Las Vegas? 10 Tage? Halle Kenobi, vielen Dank. Schön, dass du reingeguckt hast. Ich freue mich. Candy Crush komme ich aktuell nicht weiter. Kumpel von mir hat sich so mal irgendwann so ein Crack besorgt oder irgendwie und hatte unendlich Hilfsmittel bei Candy Crush. Tag am Knüppel, WSOP, warum nicht? Ich würde aber eher vorschlagen, gegen Herbst nach Vegas. Warum? Nicht zur WSOP oder was? Kein Bock oder zu heiß oder was? Ist sie da nicht schon wieder vor? Also ist sie bitte. Und die fängt immer Ende Mai an und hört irgendwann im Juli auf. Das heißt, es müsste eigentlich sogar passen, oder? Ei, ich. Ist das ja nur, ne? Big Smoke, moin! So ein bisschen WSOP. WSOP kein Muss? Okay. Ich hab das immer geliebt. Immer. Ich finde das toll. Falls pleite ist, eh egal. Insofern. Aber ich war so lange nicht mehr da. Was ich keinem gönne, das heißt Burnout. Das hat mein Chef schon durch als Selbstständiger. Sowas kommt schneller, als man denkt, wenn man nicht mal abschaltet. Ja, du hast vollkommen recht. Deswegen nehme ich mir auch meine Auszeiten. Ne? Also, ich könnte mich ja jetzt auch hinter den Rechner setzen und die Seite weitermachen bis 3 Uhr nachts. Das mache ich nicht. Das mache ich auf gar keinen Fall. Und wie ich auch gerade gesagt habe, ich nehme mir auch mal einen Tag frei. Aber das ist halt, also das ist mir ja auch wichtig. Und natürlich ist das Stress. Aber wenn ihr das heute mitbekommen habt, das macht mir ja auch Spaß. Alles macht mir Spaß daran. Und wenn es in die Hose geht, dann geht es in die Hose. Da muss ich eh gucken, was dann passiert. Aber sollte das alles einigermaßen funktionieren und dann kommt die Veranstaltung vom Felix und danach ist erstmal Pause. Und dann ist die Arden Games ja immer am 2. Septemberwoche geplant gewesen. Das ist auch so. Da hast du noch mehr Zeit, um das zu organisieren. Und dann weißt du ja auch schon, worum es geht. Und die Leute, die dabei waren, wissen ja schon, worum es geht. Und dann ist das alles halt auch leichter organisiert. Und kann man sich halt auch um andere Sachen kümmern. Und dann ist das auch alles nicht mehr so viel. Und ja, glaub mir, ich habe in meinem Leben schon so viel Scheiße gefressen. Ich weiß, wie scheiße das ist, Scheiße zu fressen. Also, aber du hast trotzdem recht. Ja, ne? Das Sofa passt halt in die neue Wohnung nicht rein, deswegen haben wir das Sofa in die Wohnung reingestellt und Seabox, moin! Und das ist halt hier und dann konnte ich das da wegnehmen. Jetzt ist da super viel Platz. Das ist schon cool so. Hat schon was. Finde ich auch geil. Trotzdem, da die Ecke muss noch, das müssen wir alles mal wieder sauber machen. Da hat sich der Staub sich ansammelt. Absoluter Wahnsinn. Das müssen wir sauber machen und nochmal neu machen. Hier drunter alles. Kommt alles. Das kommt alles. Naja, auf jeden Fall für die Leute, die neu dazugekommen sind oder die sich fragen, was macht der dicke, bärtige Mann da? Das ist das, was wir machen im Moment.
Da gibt es auch nichts irgendwie zu beschönigen oder heimlich zu erzählen. Immer eine PlayStation 5, aber jeden Tag bin ich 8 Stunden. Nee. Ich würde furchtbar gerne mal spielen, aber ich habe einfach keine Zeit dazu. Und das ist für mich auch, für euch oder für viele von euch, die zocken, ist das wahrscheinlich entspannt und cool, sich jetzt da hinzusetzen gleich und dann ein Spiel anzumachen und weiterzuspielen. Für mich ist es anstrengend, weil ich halt nie gespielt habe. Ich habe als Kind irgendwann gesagt, ich habe da keinen Bock drauf und bin kicken gegangen und war dann Handballspieler. Für mich entspannend ist gleich sich da hinsetzen und irgendwas gucken. Und dann irgendwie vielleicht müde werden und dann dahin, Laptop aufklappen und dann pennen. Das ist für mich entspannend. Aber wie gesagt, ich habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts irgendwie, was nicht stimmt oder keine Ahnung. Es gibt Leute, die behaupten, dass alles, was ich hier mache, nicht stimmt und eine Lüge ist. So ist Twitch halt. Scheiß drauf auf die Leute. Mit denen muss man nie wieder was zu tun haben. Da lernst du auch irgendwie abzustumpfen. Also, ne? So ist das halt. Also ich kann immer guten Gewissens ins Bett gehen. Das ist auch wichtig. Ich so in den Spiegel gucken und zu wissen, hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich weiß auch nicht, wie Leute das machen, die so drauf sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Nicht, dass ich mich darüber, dass mich das interessiert oder mir darüber den Kopf zerbreche, aber habe ich noch nie verstanden. Ganz genau, Big Smoke. Dunkel wird's, ne? Können wir ja mal ein bisschen hier Stimmung machen. Ja, was ich euch auf jeden Fall schuldig bin, ist die Post. Das muss irgendwann jetzt passieren. Und wir bestellen natürlich die Mikrofone. Die habt ihr gesammelt. Die bestellen wir, das machen wir zusammen. Wenn meine Mama da ist, die möchte auch bei sein. Refko, ich wusste gar nicht, dass du raus. Das hatten wir heute schon ein paar Mal. Nochmal kurz, ich rauche eigentlich, zu 90% rauche ich nur, wenn ich was trinke. Und heute ist eigentlich frei und eigentlich war es ein super schöner Tag, viel geschafft. Orga für die Art Games. Und dann rauche ich. Und dann rauche ich halt auch. Ne? Also dann rauche ich nicht eine Zigarette und gut ist, sondern ab und zu. Ich würde jetzt sagen, im Schnitt an ein oder zwei Tagen in der Woche rauche ich abends 1, 2, 3 Zigaretten. Das sind dann so die 98% und dann gibt es 2% Ausnahme. So wie heute, als ich beim Thorsten war in seiner Kneipe und wir hier besprochen haben, wie was abläuft. Und er hat mir einen Kaffee hingestellt und gesagt, willst du eine rauchen? Und dann habe ich zwei oder drei mitgeraucht. Das ist eine Ausnahme und dann sind wir bei 99% und 1%, was übrig bleibt, wenn ich im Urlaub bin, was weiß ich, 10 Tage in Portugal und ich habe einen Pool und ich habe einen Strand und ich habe eine Bar, dann kann es auch sein, dass ich dann am Tag rauche. Aber diese Schachtel, ich habe es gerade schon gesagt, diese Schachtel hält wahrscheinlich, also die hält lange. Ich weiß nicht, wie lange. Kommt drauf an, was ich mache. Wenn André morgen Abend zu Besuch kommt und wir trinken Whisky und gucken Picard oder was weiß ich nicht was, dann kann es sein, dass das schneller weggeht, aber eigentlich hält das super lang. Also nochmal so zur Info. Ich habe doch hier noch eine Bedienung, oder? Ja. So. Pool, Strandbar. Dann geht das Rauchermännchen nicht mehr. So ungefähr, ja. Das kann dann durchaus sein. Ich habe mir aber schon so Dampfdinger gekauft. Das geht auch. Aber so bescheuert das klingt, ich denke nie dran, diese Dampfdinger zu benutzen. Weil ich habe immer eine Stange Kippen hier und die hält halt ewig. Und ich habe dann halt auch genug Zeit, mir neue zu kaufen. Und dann habe ich halt auch immer Kippen hier. Ne? Vielleicht sollte ich das einfach mal ändern.
Es hat viele, es gibt Leute, nicht viele, aber viele könnten sagen, ja, aber wenn du so wenig Kohle hast, so wie wir alle, dann wie kannst du dann das dann für Kippen ausgeben? Wie gesagt, eine Stange von denen hält einen Monat? Anderthalb? Zwei manchmal? Kommt drauf an. Also, ne? Drei Tage ist nicht ewig. Wo er recht hat, hat er recht. Ne? Muss man ihm lassen. Da kann man nichts gegen sagen. Da hat er recht. Das Argument zählt nicht unbedingt. Aber vielleicht hast du da sogar recht. Achso, für alle, die auch noch reingucken. Ausrufezeichen Gewicht ist sogar aktuell von heute Morgen. Das hier mit einem fast einem Jahr Pause, aber das könnt ihr sehen, wenn jetzt irgendeiner eingibt, Ausrufezeichen Gewicht. Bin ich auch ein offenes Buch, ist jetzt aber nicht bis irgendwie, ich muss mich geißeln oder so. Ich fange schon ordentlich Geld, das überschießt gar nicht gut verklingen. Das verstehe ich. Ollis Code ist Free Olli. Müsste ich vielleicht dazu schreiben, dass Ankerkraut gemeint ist übrigens. Ne? Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auf Ankerkraut. Das ist ein Partner von mir. Da. Lecker. Naja, so sieht es auf jeden Fall aus. Das könnte man vielleicht auch noch erwähnen. Ziel ist es, zu Arten Games unter 100 Kilo zu sein. Da fehlen mir, glaube ich, 17, kann ja mal einer machen, Ausrufezeichen, Gewicht. 17,5. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich werde jetzt nicht irgendwie vom 15. Mai an hungern, damit es klappt. Aber da könnt ihr das sehen. Danke, Hoschen. Da könnt ihr sehen, wie sich das so alles so entwickelt hat. 17,17, genau, 117,5. Wenn wir es hinkriegen am 1.4. 114 Kilo, 14 Kilo für April, Mai, also 70 Tage, sagen wir mal. Mal gucken. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber schauen wir mal. Ja, ist schon cool. Ich finde es auch cool. Ich finde es auch cool. Und wenn man mich jetzt fragt, wie hast du das gemacht? Ich habe Kalorien gezählt. Ja, wenn man das früher gesagt hat, dann warst du irgendwie ein Aussätziger, weil, wie soll man, da musst du ein Buch dabei haben. Heutzutage hast du eine App oder beziehungsweise kannst du einfach eingeben, wie viel Kalorien haben 100 Gramm X und so. Und wenn du weißt, dass du 2000 bis 2500 Kilogramm Kalorien verbrauchst am Tag, dann weißt du genau, wenn du nur 1000 oder 1200 zu dir nimmst, dann nimmst du halt ab, ne? Ja, Fabi, aber ich gebe keine 300 Euro für Kippen aus im Monat, ne? Aber ich verstehe das, das merkt man natürlich dann, ne? Das ist natürlich schon richtig geil. Also 300 Euro für Kippen, das wäre wahrscheinlich jetzt noch mehr, ne? Weil teurer. Das ist natürlich schon geil, dann merkt man das natürlich, ne? Also wenn ich jetzt hier mir eine Stange für 90 Euro kaufe und sagen wir mal, die hält einen Monat, dann sind das auch 90 Euro. Also, nee, ist kein Argument von mir, es sind 90 Euro, da hast du schon recht. Russen haben Evakuierungswege vermint. Ich weiß es nicht. Wenn das so ist, ist das natürlich eine Katastrophe. Man muss nur immer vorsichtig sein, gerade im Moment, wo man seine Informationen hernimmt. Das ist immer wichtig, Fighter. Man muss dran denken. Das ist wichtig. Wie spät haben wir es überhaupt? Viertel nach sechs. Naja, das. Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass diese Situation eine. Das ist einfach so furchtbar.
Der Eddie war, haben wir uns am Samstag getroffen im Unperfekthaus. Seid vorsichtig mit den Russen, ja, klar. Sivox, schön, dass du da warst. Ja. Ich subbe zu viel bei Twitch. Bei zu vielen Leuten oder verschenkst du zu viel? Sag mal, machen wir den hier mal. Nachrichten mit Olli, habe ich das mal irgendwann genannt. Oh, nice. Hallo? Hallo? Deaktivieren, aktivieren. Ist immer auch komisch, ne? Drei Kreuze, Olli, wenn endlich das Rebranding fertig ist. Das ist die Seite, die kann man ja ausmachen. Das braucht ja keiner sehen im Moment. Ich fände es auf jeden Fall super lustig von euch, wenn der Eddie hat's, der Eddie-Bär, der hat es im Moment auch nicht so leicht irgendwie. Der freut sich bestimmt, wenn wir da jetzt alle mal rübergrätschen. Kopieren. So, ich weiß nicht, wer Bock hat. Ich fände es toll, wenn alle mal Hallo sagen würden. Ich mach mal hier schon mal meinen Ton an. Ich kann nur sagen, ich fand den Tag toll, ich fand das schön. Ich fand das schön, wenn ihr, dass ihr heute dabei wart, dass ihr das mal mitbekommen habt. Jetzt zeigt er auch noch seine Muckis. Oh Mann. Also ich denke mir mal, es wird morgen auf jeden Fall nach 10. Ihr wisst, was wir morgen machen und morgen vorhaben. Auch da seid ihr natürlich jederzeit herzlich willkommen. Ey Leute, vielen Dank für alle Subs, fürs Dabeisein, fürs Folgen, für Tipps und Tricks und Mitleiden und Mitfreuen und so. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Ich freue mich auch auf morgen und wünsche euch allen einen schönen Abend und grüßt mal den Hedy von mir. Und macht es gut, ihr alle. Bis morgen. Wisst ihr Bescheid, ne?